Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu BattleTech. Wir haben noch eine Allianz offen, wo wir den Flashpoint noch machen wollen, natürlich. Und das ist die Allianz mit der Liga der freien Welten oder der Liga freier Welten. Und mit denen verbinden wir uns einfach mal. Und dann schauen wir mal, was wir da für ein ganz tollen Flashpoint bekommen. Inzwischen können wir uns schon mal auftauen aus dem Lager. Die King Crab, weil den werde ich natürlich wieder aufbauen. Klare Sache, dauert einen Tag. Kein Problem, das Ding hier reparieren wir. Tja, und dann spüren wir einfach mal einen Tag vor. So, im Sachs-System. Ich denke, da waren wir auch schon mal. Ah, vielleicht auch noch nicht. Was haben wir denn hier? Höchstgewicht für Max. Ach nee, auch das noch. Aber dafür halt wieder ganz tolle Lostec-Gegenstände. Ich bin mal gespannt, wie die uns über den Tisch ziehen wollen. Was haben wir denn hier? Eine alte Wasserwelt, auf der Tausende von Inselketten liegen. Sachs beherbergt eine Ausbildungseinrichtung von Haus Liao sowie mehrere spezialisierte Forschungskomplexe, die sich auf die tektonische Stabilität des Planeten verlassen. Okay. Innere Sphäre, große Bevölkerung, niedrige Anziehungskraft, Bergbau, Monde, Forschung, Wasserwelt. Was macht denn Wasserwelt? Nichts. Okay, gut. Dann würde ich sagen, fliegen wir einfach mal los und ich melde mich dann. Ach so, ja, vielleicht sollten wir auch echt losfliegen. Wäre schon gut. Ich melde mich dann, wenn irgendwas Spannendes passiert, ne? By your command. Alles Gute zum Geburtstag. Im Korridor triffst du auf Steelhawk und bemerkst, dass er ungewöhnlich gut drauf ist. Was gibt's Neues? Fragst du. Steelhawk grinst und erwidert: Ich werde keine große Sache draus machen, aber ich habe heute Geburtstag. Na gut, machen wir eine Party in der Lounge. An diesem Abend lädst du Steelhawk zu einer kleinen Party in der Lounge ein, an der leitende Crewmitglieder und einige MEC-Krieger teilnehmen. Du äußerst ein paar schmeichelhafte Worte über Steelhawk, dann fordern die Gäste, dass Steelhawk eine Rede hält. Nach einigen Stunden mit gutem Essen, guter Musik und dem ein oder anderen Glas Alkohol löst sich die Party langsam auf und alle gehen frohgemut in ihre Kabinen. Gegen Ende des Abends findest du eine Dankesnotiz von Steelhawk an der Tür zu deinem Quartier. Scheinbar hat es ihm viel bedeutet. Er hat erst noch 30 Tage lang gut gelaunt. Dann hat er wenigstens keine schlechte Laune auf dem Flug. Wir reisen nämlich echt noch 34 Tage. Pokerabend. Als du nach dem Abendessen in dein Quartier zurückkehrst, wartet Darius schon vor deiner Tür. Gin, heute ist Pokerabend. Pokerabend. Darius war von Anfang an dafür, weil er meinte, dass es ihm dabei helfen würde, auf Zack zu bleiben. Er gewinnt nicht jedes Mal, also hat er vielleicht recht. Meistens kann er nur die anderen aus dem Führungsstab zum Spielen bewegen, aber gelegentlich kommen auch andere Crewmitglieder oder Gäste in den Genuss einer Einladung. Aber du bist der Boss. Dich kann er nicht dazu zwingen zu spielen. Natürlich spielen wir mit. Ein bisschen zum Vergnügen, ne? Wie immer. Das ist nur ein Freundschaftsspiel, betont Darius, während er die Karten mischt. Na, zum Glück. Young prostet dir mit seinem Glas Ambergrist Wermut zu und sieht sich sein Blatt an. Seine Augen weiten sich. Ach ja, die Freuden eines Pokerabends. Du behältst deine Karten im Blick, wirst aber von Young schon bald in ein Gespräch über die Seltenheit funktionsfähiger, vierbeiniger Mechs verwickelt. Darius passt es ganz und gar nicht, dass du das Spiel so sehr auf die leichte Schulter nimmst. Aber der Grund dafür wird dir erst klar, als Young den enormen Stapel Jetons vor sich bemerkt, den er den ganzen Abend über geistesabwesend angesammelt hat. Wow, entfährt es Young. Ich war ein echter Glückspilz heute. Ja, mal nebenbei Poker gewonnen. Suma stupst den mickrigen Jetonstapel vor sich an. Wir alle sind Glückspilze. Wenn Darius das Blatt hätte, mit dem Sie da gerade herumgewedelt haben, würden wir ihm alle unser letztes Hemd schulden. Ja, und wir bekommen einen Bonus von einem Tech-Punkt für 7 Tage. Auch nice. Dann wird der King Crab schneller fertig, wollte ich sagen. Ist schon fertig.
ready to go over financials whenever you are. Jo, da haben wir noch einen ganz tollen Finanzbericht. Kostet halt alles nach wie vor. Kann man nichts machen, aber nur noch 6 Tage. Dann sind wir da. Wir sind schon vom Sprungschiff abgedockt, wie man hier sehen kann. 8 Tage, glaube ich, reisen wir vom Sprungpunkt insgesamt. Mal schauen. Ja, wie halt eine Wasserwelt so aussieht, würde ich sagen. Wir schauen hier trotzdem mal in den Laden hinein. Hunchback Urbin, LSR 5. Alles nicht so richtig cool. Ein ZVS für Raketen. Nee, gefällt mir alles nicht so. In der Rekrutierungshalle. Auch nichts super Spannendes hier. I hear ya. Und schreit mir voll ins Ohr. Right here. What are your orders, Skipper? Ja, cool. Need something, Chief? Ja. Gut, haben wir uns mal drüber unterhalten. Dann schauen wir uns doch mal die Aufträge. Ach so, ja. Vielleicht hätte ich erstmal einen Flashpoint akzeptieren sollen. Hier geht das nämlich nicht. Aber hier können wir. Marik-Allianz im hohen Orbit um Sachs. Da ist er, der Winder. Commander von Quakenburg, wie schön Sie zu sehen. Ich habe eine ziemlich heikle Operation anzubieten und natürlich habe ich an Ihre Einheit gedacht, die zu den vertrauenswürdigsten Söldnerorganisationen zählt, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Schleimer. Das ist ja sehr schmeichelhaft, Force Commander Singh. Wie lautet der Auftrag und was machen wir im Capella-Gebiet? Das macht die Angelegenheit ja so heikel. Sie wissen vielleicht, dass die Konföderation und das Draconis-Kombinat im Rahmen des Kapitän-Abkommens mit uns verbündet sind. Was macht das denn? Als das geheime Bündnis namens Vereinigtes Commonwealth zwischen den Häusern Steiner und Davian ans Licht kam, raumte das Draconis-Kombinat umgehend Gespräche mit der Konföderation Capella und der Liga Freier Welten an. Trotz der tiefen Gräben zwischen den drei Häusern gelang es Koordinator Takashi Kurita, die anderen beiden Nachfolgestaaten davon zu überzeugen, mit dem Draconis-Kombinat ein Bündnis einzugehen, um die überwältigende Macht der Davian-Steiner-Allianz etwas entgegenzusetzen. Das Konkordat von Kapitän wurde 2024 besiegelt, wobei die Allianz stets brüchig und instabil war. Ach so hieß das Abkommen. Ah, hatte ich schon wieder vergessen. Cool. Vielleicht geht Verbündet doch etwas zu weit, Force Commander. Zumindest was meine Familie in der Liga angeht. Ha, genau richtig, Dr. Murat. Die Allianz bringt uns nur wenige Vorteile und dient hauptsächlich dazu, Haus Kuritas Ängste vor einer gemeinsamen Offensive Dyras und der Vereinigten Sonnen zu besänftigen. Und natürlich benötigen die Kapellaner jede Hilfe, die sie bekommen können. Hey, es war nicht unsere Idee, eine gemeinsame Grenze mit Davian zu haben. Naja, nicht so ungut, Mr. Wirtan. Das kann ich Ihnen versichern. Wir würden die Vorteile unserer Allianz gerne etwas gleichmäßiger verteilen. Das Kombinat betreibt mit den Kapellanern eine gemeinsame Forschungseinrichtung hier auf Sachs. Die Liga würde gerne ebenfalls von dieser Forschung profitieren. Und ich vermute mal, einfach nett zu fragen wäre keine Option. Was sollen wir also für sie tun? Forschungsdaten klauen, wie es sich anhört. Die Einrichtung ist extrem gut gesichert und unsere Agenten konnten bislang nicht ins Innere eindringen. Wir konnten jedoch in Erfahrung bringen, dass es eine Zweikanal-Funkverbindung zur Einrichtung gibt, über die das Kombinat Forschungsdaten überträgt und empfängt. Einer unserer Agenten befindet sich in einer kleinen Logistikbasis und konnte an die Authentifizierungscodes für den Kommunikationskanal der Einrichtung gelangen. Mit dieser Information sollten wir dazu in der Lage sein, die Forschungsdaten anzufordern und herunterzuladen. Das wäre ein ziemlich gewagtes Unterfangen, Force Commander. Das Kombinat hat Zugang zu Militärtechnologie, die wir noch nicht reproduzieren können.
Und wer weiß, welche anderen Forschungsprojekte dort durchgeführt wurden. Damit es funktioniert, müssen wir unsere Agenten von der Logistikbasis abholen und dann muss ich ein Landungsschiff im Orbit mit einem Bodenteam koordinieren, um die Antenne auszurichten und die Genehmigung zu übertragen. Also erst Rettung, dann Lokalisierung. Soweit richtig? Zuerst müssen wir die Kommunikationsanlage ausschalten, damit wir uns unbehelligt im Orbit aufhalten können. Abgesehen davon haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen, Mr. Virtan. Das klingt absolut nach einem Auftrag für uns, Jin. Force Commander Singh, schicken Sie uns die Details der ersten Mission und wir übernehmen dann. Yippie! So, Basis zerstören. Damit geht's los. Gewichtsbeschränkung. Wie erhofft, hat die Kommunikationseinrichtung unsere Anwesenheit noch nicht bemerkt, Commander. Das bedeutet, dass wir ihr Team unbemerkt absetzen und die Einrichtung ausschalten können. Die Verteidigung wird nicht sehr stark sein, sie haben eine Lanze als Garnison und eine Lanze für Patrouillen. Außerdem gibt es Geschützstellungen. Naja, wenn es weiter nichts ist, gehe ich ja natürlich mit leichten Mechs rein. Ich würde aber dennoch zur Vorsicht raten, da wir nur deshalb unbemerkt landen konnten, weil wir eine eingeschränkte Streitmacht dabei haben. Und wie erwähnt, stehen uns aufgrund unseres geheimen Vorgehens auch nur beschränkte Informationen über die Basis selbst zur Verfügung. Sie werden also zu Beginn relativ blind agieren müssen. Ja, wir greifen eine befestigte Basis mit einer viel zu leichten Lanze an, Commander. Ganz wie in alten Zeiten, was? Ja, super, ich freue mich auch. Warum machen wir so einen Scheiß noch? Dafür sind wir echt zu reich. So, maximal 50 Tonnen. Da haben wir nämlich wieder den Salat. Großartig. Dann darf ich erstmal wieder umbauen hier. Was haben die denn jetzt alle mit ihrer maximal 50 Tonnen Beschränkung hier? Das ist doch total bescheuert. Da habe ich gar keine Lust drauf. Muss ich wieder einen Mac aus dem Lager holen hier. Scheiße. okay. So, hast du geile Ausrüstung dabei? Du hast eine AK plus M-Laser, plus M-Laser plus dran, echt jetzt? Dich lagern wir ein. Nee, machen wir anders. Wir rüsten dich um. Lala, machen dich nackig. Jo, danke. Ja, passt schon. Log and I wrapped up that job you asked for, Commander. Ja, sehr gut gemacht. So, und dann holen wir hier nämlich aus dem Lager. Einen ganz tollen 50 Tonner. Wo ist er denn? Ach, hier oben. Unser guter alter Centurion. Got it. Shouldn't be long. Jo, ich werde ihn ausrüsten und so weiter und so fort und dann treffen wir uns einfach wieder am Missionsbildschirm. Außer unterwegs passiert noch was. That work order you submitted is complete. Kriminelle Beziehungen. Wir haben gerade unser Mac zusammengebaut und jetzt sowas hier. Du besorgst gerade zusammen mit Ronin in einer der Städte von sechs Vorräte. Als ihr eure Besorgung fast erledigt habt, bemerkst du, dass man euch verfolgt. Nur kurze Zeit später versperrt ein verdreckter Kerl mit einem gefährlichen Grinsen Ronin den Weg. Wir haben nach dir gesucht, Kione, erklärt er. Er sei plötzlich von einigen weiteren Gestalten umzingelt. Du musst das sehen, Mann. Was geht dir vor sich, Ronin? Diese kleinen Schmarotzer kenne ich noch von früher, Commander, bevor ich mich ihrer Truppe angeschlossen habe. Ich glaube, er hat mittlerweile was gegen mich. Wir können jetzt flüchten, wir können versuchen, uns rauszureden, oder wir können uns dem Feind stellen und kämpfen. Wir versuchen uns mal rauszureden. Du redest mit der falschen Person, Freundchen. Schleuderst du dem dreckigen Kerl entgegen. Ronin arbeitet jetzt für mich, also ganz egal, wo dein Problem angefangen hat, es endet hier mit mir. Der zwielichtige Typ zuckt mit den Schultern. Na schön. Du möchtest also die Schulden von Kione begleichen? Das passt mir ganz gut. Der hinterhältige Tritt gegen deine Beine ist zwar keine echte Überraschung, zwingt dich aber dennoch in die Knie. Ronin stürzt sich auf den Angreifer und es kommt zur unvermeidlichen gewalttätigen Auseinandersetzung. Kurz darauf
liegen der alte Freund von Ronin sowie zwei weitere Kerle am Boden und Ronin hält sich die Seite, wo sie eine Stichwunde kassiert hat. Wir sollten verschwinden, bevor die Bullen auftauchen, keucht sie. Ihr schafft es unbehelligt zum Shuttle und du verarztest die Wunden von Ronin. Okay, ausgefallen, nice. So, aber wir jetzt hier, Flashpoint, fortsetzen, yippie, Lanze zusammenstellen. Wir nehmen einen Raven mit. Steelhawk raus. Nichts gegen Steelhawk jetzt. Wir nehmen den guten alten, ganz tollen Blackjack mit. Wir nehmen außerdem den frisch zusammengeschweißten Centurion mit. Der ist diesmal ein ganz kleines bisschen heißer unterwegs. Deswegen ist es, glaube ich, ein Ding für Duddles. Kutte kommt hier mit Sensorlock zum Zug. Da haben wir noch den Vindicator hier. Da werden wir Patriot reinsetzen. Der kennt sich mit dem Kram aus. Ja, also wieder alles sehr toll. Nahkampflastig hier, nicht geeignet für einen Sturm auf eine Basis. Aber ja, das ist halt das, was wir haben. Chippy. Ja. Da jetzt wird tanken. Ja, der Blackjack ist auch ein ganz passabler Tank. Zumindest im Vergleich zum Vindicator. Ach, das wird ein Spaß. Zerstöre die Liao-Einrichtung und zieh sicher ab. Ach Gott. Command Interface initiated. Davinder Singh sagte, Commander, die Kommunikationseinrichtung befindet sich direkt voraus, jenseits dieses Hügels. Bisher haben sie keinen blassen Schimmer, aber sobald sie die Verteidigungsanlagen der Einrichtung angreifen, sollten sie mit Verstärkung rechnen. Viel Glück, Commander. Was denn noch mit für, ach so, ja, die Verstärkungslanze. Er ratet, worauf ich gerade gar keinen Bock habe. So, ich habe nicht mal eine Ahnung, wo hier der beste Approach ist, der beste Annäherungsweg, weil hier nämlich alles regnet. Hier gibt es immerhin Hügel. Hier ist so ein kleiner Canyon, der irgendwo zu Ende ist. In der Mitte gibt es Wald. Vielleicht bleiben wir hier erstmal auf jener Seite. Yes, Commander. Und versuchen hier so ein bisschen um diesen Hügel rumzugehen. Haben wir da schon was aufgedeckt? Ne, das war nur unser EGM-Feld. Commander. On my way. Heading out. Waiting for orders. So, hier, das könnte auch gut sein, ne? Wenn wir dann hier hochgehen, vielleicht auch. Moving to position. On the move. Jetzt ist ein bisschen kurz unterwegs. Ich hoffe, der schafft es noch unter den Schirm. Nein. Ist egal, wir haben eh noch keinen Feindkontakt. What's up, Boss? Ich würde ja gern ein bisschen dichter rankommen irgendwie. Aber ich sehe das noch gar nicht, weil es hier halt regnet. Position confirmed.
Hier haben wir noch so einen kleinen Hügel und dann hört es schon wieder auf mit Deckung, oder wie? Receiving you. Confirmed. Confirmed. Wir schleichen uns mal hier so rum. Wir können uns ja dann noch ein bisschen zurückfallen lassen, wenn das Gelände hier ungünstig ist. Aber hier haben wir halt zum Beispiel noch so einen Buckel, über den wir uns dann vielleicht nähern können. Weil der ganz gut Deckung bieten könnte. Orders. Got it. Enemy contact. Das ist ein Turm, okay. On my way. Und da ist ein Mech. Dann chillen wir mal. Lassen uns hier vielleicht ein bisschen zurückfallen, damit uns der Turm nicht auseinander nimmt. They've got a sensor lock on me. Nah. Sure, no problem. Standing by. Ja, wir ziehen uns hier hinter diesen kleinen Hügel zurück. Wer wurde hier gesensorlockt? Was ist denn der Indikator? Ah, hier. Commander. Der Raven. Hm. Wie gemein. Kicking it vertical. So, ihr steht da ganz okay. Achso. Konnte erstmal wappnen. Gehen wir ran an den Turm nicht. Ich denke, wir receiving you. Werden erstmal jenen Mech vernichten. Up high. So, ihr steht beide im Wald. Stabilizing. Engaging coolant system. Yes, Commander. I'll do what I can. Waiting for my opening. So, in Phase 3 sind nämlich nur wir dran, was ganz geil ist. Dann können wir nämlich mal austesten. Ja. 50 Tonner müssten wir eigentlich kaputt bekommen. Yes, Commander. Ohne dass uns sonst jemand sieht. Und hier sind wir zwar im Sensorbereich jetzt von diesem Turm. Was bist denn? Ein Hunchback. Das ist die AK-20-Variante.
Nee, wir gehen direkt auf den Center Torso. Firing a full salvo. Good to go. So, sehr hübsch. Gesensor lockt es niemand bei uns. Ist auch sehr gut. Doch. Der Blackjack. Das heißt, den müssen wir hier vor diesem Turm am besten ein bisschen verbergen. Engaging jump jets. Reserving action. Oh, da regnet es Raketen. Und die treffen ziemlich gut, trotz Unmengen von Ausweichen. Wie uncool. Yeah, let's just see what happens. Wenn es natürlich ein Raketenturm ist, ne, dann ready for orders. Hat uns das Ganze gar nichts gebracht. Sichtlinie schon von da aus? Ach, du hast im Kopf, warte mal. Die Entfernungsmesser. Das ist super nice. Dann können wir nämlich mal gucken, relativ gefahrlos, was das für ein Turm ist. Wir stellen fest, ein schwerer Schreddergeschützturm. Okay, den müssen wir also auch überrennen. Standing by. Okay, bisher kommt hier niemand. Receiving you. What do you need? Okay, du kannst drauf schießen. Du nur mit der AK-5, echt jetzt? Oh, nicht gut. Commander. Patriot kommt auch ran. Standing by. Ah, die müssten sich beide ein Feld teilen. Das ist natürlich mega uncool. Und die machen ganz knapp genug Schaden, ne? Daditz macht, wenn ich mich richtig erinnere, 199 Schaden. Und Stitch dann halt 45. Das würde gerade so reichen. Standing by. Aye, aye. Wenn halt alles trifft. Nochmal double checken, von wo aus trifft Stitch, von da hinten. Oder halt von hier drüben. Waiting for orders. Okay. Up high. Ah, vielleicht kann Patriot sogar weiterlaufen als springen, das müssen wir mal gucken. Oh, da hinten haben wir noch einen 65-Tonner. Okay, das sieht gut aus. Das sind noch 33 Punkte. Also hat alles getroffen. Ready
for orders. Ja, das sind immerhin auch 95%, also die Chancen stehen ganz gut. Und ich weiß nicht mal, ob der Turm uns hier hinten schon sehen kann. Oder ob wir den nur wegen des Entfernungsmessers im Raven sehen können. Target destroyed. Okay, es wurde noch niemand gesensorlockt bei uns, das ist sehr gut. Was ist denn das? 65 Tonner, okay, mit dem Jumping. Werden wir hoffentlich fertig. Dahinter ist noch ein 80 Tonnen Fahrzeug, nicht so geil. Der rennt erstmal gepflegt weg. Good to go. Roger that. Okay, wir chillen. Holding for the right opportunity. Gucken, wie die sich bewegen. Holding for the right opportunity. Er hat auch gehalten. Ja, das machen wir. Langsam vorrücken. Schnell vorrücken. Hier erstmal in den Wald springen. Engaging Jump Jets. Ja, wir müssen hier vielleicht rechts rumgehen. Yep. Ich weiß halt nicht, wie weit hier die Türme reichen können. Roger. Vielleicht lasse ich mich gleich nochmal zurückfallen. Das Fahrzeug zieht sich auf jeden Fall zurück. Good to go. Das hat also wahrscheinlich eher Langstreckenwaffen. Was ist das? 80 Tonnen. Da ist schon der nächste Turm. Vielleicht ein Shrek. Roger that. Warning. Enemy sensor lock detected. Das passiert, ich hoffe. Kann jetzt keiner hinschießen. Engaging jump jets. Nee, kann nicht. Sehr gut. So, du bist dran in Phase 2. Ich hoffe, der schiebt dann nicht wieder. Und wir können ja in Phase 2 unseren Doppelzug ausnutzen. Holding for tactical advantage. Doch, der schiebt.
Okay, wenn wir hier natürlich rüberkommen. Roger that. Dann sind wir auch direkt im Schussbereich der Türme. Standing by. Ich hätte mich direkt ganz zurückziehen sollen. Alles, was jetzt kommt, ist im Prinzip schlechter. Got something you want done? Nee, wir müssen hier schon irgendwie über diesen Berg rüber tatsächlich. Wenn wir was reißen wollen. Ich bezweifle, dass er uns so richtig Deckung da liefert. Deswegen. Versuchen wir einfach mal rückwärts zu springen. Den Mac dazu zu provozieren, hier rumzukommen. Ach, der ist ganz knapp außerhalb. Na geil. Da kommt das Fahrzeug wieder ran. Ready for orders. Ist der Stein groß genug für uns? Knapp. On the move. Full speed. Na, vielleicht ist der Stein noch überhaupt nicht groß genug. Confirmed. Renn hinter den Stein ist genauso gut wie hier im EGM-Feld zu stehen. Ach, Stitch ist gar nicht mehr drin. Na geil. So, dann kommt doch mal dichter hier. Roger that. Standing by. Überschreitet da einfach diesen Hügelkamm. Und dann können wir uns mal über alles unterhalten. What's up, boss? So, können wir jetzt? Ne, steht wieder außerhalb. Ich muss sie echt ein bisschen von den Geschützen fernhalten. Da läuft er wieder zurück. Ne, ich muss da rangehen irgendwie. Das heißt, irgendwie hier in der Senke sammeln. Drüber springen, möglichst geschlossen.
Yes, Commander. Moving out. Also nächste Runde rücken wir vor. Geht nicht anders. Es sei denn, das lustige Fahrzeug möchte hier irgendwie rumkommen. Aye, aye. Stabilizing. Engaging coolant system. Standing by. So, schiebt der oder? Ja, der schiebt wieder. Wie geil. Waiting for orders. Wir halten uns hier schön noch hinter diesen Steinen. Das ist zumindest der Plan. Engaging jump jets. What do you need? Ready to get it on. Aye, aye. So, dann schauen wir mal, wie sich das in der nächsten Runde entwickeln wird. Der Gegner hat noch ein Fahrzeug rangezogen inzwischen und cool. Oh, der kommt rüber. Der Luke zumindest mal. Ist aber verschanzt. Was bist du denn? Ein Katapult. Ja gut, ich meine, wenn wir das Ding aber tatsächlich von hier aus beschießen können. Waiting for the right move. Holding for tactical advantage. Dann nehme ich das natürlich lieber, als mich da zu zeigen. Wir erwischen den nicht richtig. Er hat wieder geschoben. Orders? Ah, wir haben sogar ein paar Felder, von denen aus wir ihn erwischen können. Die sind zwar alle gleich scheiße. Ah, da müssen wir jetzt durch. Aber wie hart bist du denn gepanzert an der Seite? Puh, sehr hart. Zumindest für unsere kleinen Max. Jump jets.
weapons committed. Hat kaum Kratzer gemacht. Orders. Orders. Gute deine Schussdistanz. Nee, gar nicht. Egal, was er anstellt. Standing by. Here we go. Roger that. Ready for orders. Copy that. Okay, also wir kommen durch. Aber das Schöne ist natürlich komplett anders. Roger. Was? Wir haben das nicht mal abgesprengt bekommen. 2 Punkte. Echt jetzt. Got something you want done? Okay, der konnte nichts mehr machen. Ready to get it on. So, du bleibst hier schön hinterm Steinchen. No problem. On my way. Du wirst dann nächste Runde hoffentlich dazu beitragen, diesen Katapult hier abzuräumen. So, der ist schon mal nackig. Ja, und da kommen jetzt die Türme mit ran. Ja. Zwei Türme und einer bestimmt noch. Nee. So, können wir uns hier sinnvoll zurückfallen lassen? Ready for orders. Ich versuche jetzt hier zum einen die Fahrzeuge auszusperren von der Schusslinie, indem wir hier diesen Stein benutzen. Und zum anderen vielleicht auch die Türme. Mal gucken. Ja, das war noch. Ja, sehr gut. Enemy mech. Critical damage detected. 82. Yes, Commander. Theoretisch ist es eine Sache, die Patriot schaffen kann. Acknowledge. Hat überlebt, hat überlebt. 34. Yes, Commander. Whatever you say, boss.
Ich hätte ihn, glaube ich, weiter nach hinten ziehen sollen. Oder einfach noch kurz chillen. Ja, das Fahrzeug kommt nicht weit genug rum. Der Katapult zieht sich zurück ein bisschen. Ja, Querschläger, okay, alles gut. So, und jetzt die Frage, haben die Türme einen Winkel? Ja, haben sie. Damage is light. Kopftreffer. Okay, gerade so stehen geblieben. Das sind 34 Punkte. Ah, das wird der Blackjack übernehmen. Achso, jetzt chillen noch kurz. Waiting for the shot. So, und da kann der Rest hoffentlich kurz verschnaufen. Bevor wir dann uns die Fahrzeuge schnappen. Enemy Mech destroyed. Und wenn die Türme nämlich keine Spotter mehr haben, können die gar nichts. What's up, boss? Holding here. Reserving action. Receiving you. Machst noch 25 Nahkampf. Raditz kommt halt nicht ran. Raditz macht genug Schaden, um den von der Seite zu nehmen. Puh. Roger. Acknowledged. Enemy vehicle destroyed. So, der kommt hier nicht ran. Waiting for orders. Wir müssen mal gucken. Wir können uns aber an ihn anschleichen. Zumindest bis hierhin. Und der Turm kann wahrscheinlich nicht so weit gucken. Move order received. They've got a lock on me. Ah. Took a hard hit there. Okay, immerhin nur ein Turm. Orders. So, da sind wir ein bisschen dichter am Felsen dran. Attacke. Location confirmed. Jetzt kannst du mal zeigen, wie das hier aussieht. 150 Punkte. Okay, in die Seite ist schon mal gut. Und dann die Laser ein bisschen zu sehr verteilt. Holy. Die können es doch nicht alle da sehen, oder?
Können wir jetzt auf die schießen? Ja, ich denke, der Raven hat Sichtfeld drauf. Und das dürfte der einzige Grund sein, warum wir da drauf schießen können. Standing by. Good to go. Up high. Hoffe ich zumindest. Hat nicht ausgereicht. Ach, weil wir den vorhin auch von der falschen Seite getroffen haben. Blöderweise. Location confirmed. Reporting. Vehicle destroyed. Punkte. Verstärkung kam bis jetzt noch gar nicht, ne? Ich werde mir ja weiter auf die Türme schießen und hoffen, dass die Verstärkung erst kommt, wenn wir irgendwie die Basis selbst angreifen. Scheint soweit zu funktionieren. Whatever, I'm good. Stitch, wie viel Munition hast du? Nicht genug, um da wirklich eine Strategie draus zu machen. So, ein Turm weniger schon mal. Du hast noch 187 Punkte. Orders? Das könnte Patriot, der aber nicht dicht genug rankommt. Engaging jump jets. So, die haben nichts mehr. Engaging jump jets.
I copy. Warning. Enemy reinforcements detected. Ah, jetzt sind wir weit genug rangekommen. Scheiße. Commander, ich sehe eine weitere Lanze, die sich der Einrichtung nähert. Machen Sie sich auf einen möglichen Hinterhalt gefasst. Na gut, dann müssen wir die Türme jetzt umgehend ausschalten. So, von wo kommt denn jene Verstärkung? Von hinter uns. Na klar, Alter, was sonst? Ready for orders. Time to unload. That turret is gone. Engaging jump jets. So, vorwärts, 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 bevor die Verstärkung uns einholt. All weapons committed. Been sensor locked. Echt jetzt? Good to go. Commander? Ach Quatsch, Jungs, jetzt mach keinen Quatsch hier. Als wenn ihr nicht in Schussweite kommt. Okay, dann macht euch halt irgendwie anders nützlich wenigstens. Locked on. Enemy structure damaged, Commander. Enemy structure eliminated. Waiting for orders. Got it. Ich stehe auf irgendwas. Was Ding hier? Habe ich das nicht gerade kaputt gemacht? Ach, das ist schon wieder ein anderes. Ja, dann halt Wappen nennen. Und hoffen, dass die Türme uns nicht komplett zerlegen jetzt. In der einen Runde, die sie dafür Zeit haben. Der konnte uns doch sehen. Ich dachte, er wäre der Turm im Weg. Denn eigentlich, wenn der Raven keine Sichtlinie hat. Na gut. Achso, ob die Jungs jetzt rankommen, wissen wir natürlich immer noch nicht. Commander? Taking the shot. Oh, hier wird's langsam heiß. Nicht so gut. Ah, läuft. Der Mech ist gut gekühlt. Das, nein, nicht gut. Gar nicht gut. Na, Mann. Das war jetzt mega unnötig. Ready for orders. Ist der schon angeknackst? Ja. Receiving you.
Copy that. Ach, ich hab falsch rumgefeuert. That turret is gone. Weil jetzt hätte er natürlich auf den stabileren Turm feuern sollen. Standing by. Na gut. Jumping. Roger. So, das wäre jenes. One less turret. Standing by. Der Plan ist natürlich, sich möglichst nicht mit der nachrückenden Verstärkung auseinandersetzen zu müssen. Roger that. Allerdings ganz genauso, wo ist denn die? Da! Ha! Bin ich natürlich auf die falsche Seite des Gebäudes gesprungen. Wie groß ist die Zone hier? Ziemlich groß. So, die Verstärkung ignorieren wir komplett. Wenn die zu lahm sind, herzukommen, rechtzeitig. Nicht unser Problem. Wir sind mit einer leichten Lanze unterwegs. Engaging jump jets. Da müssen wir uns hier überhaupt nicht zum Kampf stellen. I copy. Denn die leichte Lanze hat ihren Job erfüllt. Nur mal so aus Spaß, wie schwer seid ihr? Ha. Ich bin raus. So, hat ja wieder lang genug gedauert hier. Die Übertragungsmöglichkeiten der Einrichtung wurden neutralisiert, Commander. Gut gemacht. Okay. Wer ist das hier? Force Commander Singh, bitte entschuldigen Sie die Störung. Wir haben gerade auf das Funknetz der Leao-Einrichtung zugegriffen und es ist ein Konvoi unterwegs dorthin, der mit dem Basiskommandanten sprechen möchte. Was sollen wir antworten? Bei verdeckten Missionen geht doch immer irgendwas schief, nicht wahr? Leutnant, beschaffen Sie uns Zeit. Wir stellen einen Trupp zusammen, um den Konvoi abzufangen, bevor er Meldung machen kann. Commander, ich benötige Ihre Unterstützung, um diesen Konvoi unauffällig? Das hört sich nicht nach schweren Mechs an. Zu zerstören. Stellen Sie eine leichte Lanze zusammen, die sofort ausrücken kann. Ich erkläre Ihnen alles auf dem Weg zum Einsatzgebiet. Mission successful. Ist doch nicht sein Ernst. So. Das haben wir also geregelt. Nur ein bisschen zerschossen worden. Gab es irgendwas Cooles? Nope. Und was nehmen wir noch mit einem LSR-20? Warum nicht?
Ja, da haben wir es. Da geht's also direkt in die nächste Mission. Für heute war es das allerdings. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn hoffentlich weiterhin niemand stirbt, weil er einen viel zu leichten Mech steuern muss. Macht's gut und bis dann. Ciao.